Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. In diesem Video heute möchte ich gerne, nachdem der letzte Mikrofontest so gut gelaufen ist, eben nochmal zwei Mikrofone gegeneinander antreten lassen. Und zwar habe ich nämlich bei der Arbeit das Rode NT-USB gefunden. Quasi das, lag einfach bei uns im Schrank. Niemand weiß, wo es herkommt. Und wie der ein oder andere von euch vielleicht schon weiß, nutze ich ja schon seit einiger Zeit das Elgato Wave 3. Und da beide ja ungefähr gleich viel kosten, dachte ich, das ist ziemlich interessant, wenn wir doch einfach mal beide miteinander vergleichen und dann mal schauen, welches von beiden denn letztendlich besser ist. Bei dem Test war mir besonders wichtig, dass die preislich nah beieinander liegen, dass die einfach in der Handhabung sind, also beide per USB einfach Plug and Play anschließen, einrichten, los geht's. Das ist bei beiden gegeben. Ich habe das Video ein bisschen unterteilt, ich habe auch Kapitel hinterlegt, sodass ihr an die jeweilige Stelle springen könnt. Zunächst möchte ich mir gerne anschauen, was bei den jeweiligen Geräten im Lieferumfang enthalten ist, welches sinnvolle Zubehör man dazu kaufen kann oder sollte. Dann möchte ich mir das Ganze gerne so eine Art Out-of-the-Box-Test machen, das heißt einfach ohne jegliche Filter mal schauen, welches besser anhört in der Grundkonfiguration. Und danach würde ich das ganz gerne auch so einrichten, wie ich das letztendlich nutzen würde. Und zum Schluss möchte ich dann vielleicht auch meine eigene Empfehlung oder meine eigene Meinung zu dem Thema abgeben. Dann würde ich sagen, ohne groß rumzulabern, springen wir doch direkt mal ins Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Noch was Kurzes in eigener Sache. Ich habe ja noch einen Zweitkanal, Sato Reaction. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr kommt darauf, worum es in dem Kanal tatsächlich geht. Es sind 3 Videos hochgeladen, lief ganz gut bisher. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, wenn es euch denn interessiert. Das Allerwichtigste ist aber, eben auch auf meinem Reaction-Kanal habe ich ein Video hochgeladen. Da habe ich auf ein Video von Robert Mark Lehmann reagiert. Bei dem Thema geht es eben ums Fanning und wie wir das alles stoppen können. Es gibt nämlich aktuell eine Online-Initiative, bei der man sich quasi registrieren kann und somit kann jeder seinen kleinen Beitrag dazu leisten, damit das endlich aufhört. Ihr könnt euch das Video gerne nochmal anschauen, das verlinke ich euch einfach mal hier oben und zusätzlich nochmal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal draufgehen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ist eine sehr, sehr wichtige Sache und es wäre super, wenn jeder von euch da mitmacht. Tut nicht weh, kostet kein Geld und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da echt was reißen können. Also vielen, vielen Dank an alle, die da mitmachen. So, kommen wir doch mal zunächst zu den Spezifikationen beider Geräte. Das Wave 3 bedient einen Frequenzbereich von 96 kHz, das NT-USB einen Frequenzbereich von 48 kHz. Das Wave 3 bietet einen Schalldruck von 128 dB, das Rode NT-USB von 110 dB. Das Wave 3 bei einer Bitrate von 24 Bit, das Rode NT-USB bei einer Bitrate von 16 Bit. Das Gewicht mag für den einen oder anderen von euch jetzt erstmal unerheblich sein, aber ist gar nicht so unwichtig, denn letztendlich müsst ihr auch darauf achten, dass euer Mikrofonarm, sofern ihr den einen verwenden wollt, das Gewicht auch halten kann. Also ist es gar nicht so unwichtig. Das Wave 3 hat ein Gewicht von 280 Gramm, also wirklich nur das nackte Gerät, ohne irgendwelches Zubehör. Das Rode NT-USB hingegen hat ein Gewicht von 520 Gramm. Was das Zubehör angeht, haben wir beim Elgato Wave 3 neben dem Gerät selbst ein Tischstativ beiliegen und ein Kabel. Beim Rode NT-USB haben wir neben dem Gerät ein Tischstativ, ein Kabel und eben noch zusätzlich einen Popschutz. Der fehlt uns beim Elgato. Als sinnvolles Zubehör erachte ich daher beim Elgato Wave 3 einen Popschutz, der liegt bei ungefähr 29 Euro aktuell, einem Shockmount, also quasi einer Mikrofonspinne, damit ihr Vibrationen vom Tisch oder von eurem Stativ abfangen könnt, sodass diese nicht in eure Aufnahme mit reingehen, liegt so ungefähr bei 39 Euro aktuell für das Elgato und eben ein Tischarm. Den nehme ich aber einfach bei beiden mit rein. Der Vorteil bei dem Tischarm ist, da ist noch ein bisschen Zubehör dabei, also quasi eine Mikrofonspinne wäre damit enthalten. Habe ich bei Amazon gefunden, liegt so aktuell bei, ja, nicht mal 25 Euro. Mache ich euch auch mal so einen Link mit in die Videobeschreibung. Apropos Link, ich verlinke euch alle Produkte in der Videobeschreibung. Falls ihr da Lust habt, könnt ihr da einfach mal drauf gehen. Vielleicht habt ihr Lust, eins zu kaufen. Könnt ihr dann gerne über die Links machen. So viel erstmal zu den Fakten. Ich würde aber sagen, kommen wir jetzt mal zu dem interessanten Teil. Und zwar machen wir jetzt einfach mal so einen Out-of-the-Box-Test. Das heißt, ich teste jetzt mal beide Mikrofone im direkten Vergleich. Ohne jegliche Filter anstecken. Ich erhöhe vielleicht so ein bisschen den Eingangspegel, damit man das Grundrauschen so ein bisschen besser wahrnimmt. Danach mache ich noch ein paar Sprechproben und im Nachhinein würde ich das Ganze dann auch noch so aufnehmen, wie ich das letztendlich nutzen würde von den Einstellungen her und zeige euch dann auch genau, welche ich da gesetzt habe. Also, springen wir rein, weiter geht's. Zunächst mal, damit es deutlich wird, erhöhe ich den Pegel im Windows auf 100% und wir hören uns dann einfach mal für 10 Sekunden das Signalrauschen des Wave 3 an.
So, und jetzt das Ganze auch nochmal mit dem NT-USB. Auch hier bin ich jetzt wieder für 10 Sekunden ruhig und wir hören uns das Signalrauschen an. Eine Aufnahme, so kann man jetzt natürlich nicht lassen. Ich drehe jetzt hier für das Video das Ganze nochmal runter. Aber jetzt stellen wir das Ganze mal ein. Und zwar gehe ich dazu in die Wavelink-Software. Die zeige ich euch mal. Sekunde. So gehe ich eben in die Wavelink-Software, wähle hier auf dem ersten Kanal mein Mikrofon aus und werde dann demnach hier die Eingangsverstärkung so einstellen, dass sie für mich wieder passt. Dann gehen wir jetzt hier einfach mal runter. Und das machen wir jetzt so, dass wir beim Sprechen quasi eine angenehme Lautstärke erreichen und so jetzt zum Beispiel, wenn wir in OBS schauen oder in einem anderen Programm, sodass es halt nicht übersteuert. Apropos übersteuern, ein Riesenvorteil, dass das Wave 3 mit sich bringt, was das Rode NT-USB nicht hat, ist eben diese eingebaute Clipcard, der dafür sorgt, dass wir eben nicht übersteuern können. Wie das aussieht, das zeige ich euch mal. Dafür drehe ich jetzt die Eingangsverstärkung nochmal hoch. Sorry, wenn das für euch echt unangenehm wird, aber so kann man es am besten verdeutlichen. Ich drehe nochmal hoch. So, und wenn ich den Clipcard jetzt eben aktiviere, dann seht ihr schon, ich hier unten an dem Pegel, ich komme nicht mehr drüber hinaus. Aber so komme ich halt drüber hinaus, obwohl ich nicht selber lauter rede, ja. Und so übersteuern wir eben. Aber jetzt drehen wir das Ganze hier mal wieder runter. So, ungefähr noch ein bisschen weiter runter vielleicht. Ja, so. Das klingt doch schon mal gut. Besser auf jeden Fall als vorher. Und wenn ich jetzt ruhig bin, dann sehen wir eben auch anhand von dem Pegel, inwieweit sich das Ganze jetzt hier verändert. Ich bin ruhig. Zuckt logischerweise nur noch ganz, ganz leicht. So, genau, das wäre jetzt dann quasi der richtige Pegel für uns. So, 74% ungefähr. Das ist für mich persönlich der richtige Pegel. So ist es ordentlich eingepegelt. In der Wavelink Software ist es eben jetzt bei 18 Dezibel und im Windows bin ich bei 74%. Ein weiterer Vorteil der Wavelink Software ist eben unter anderem auch noch jetzt, Gott sei Dank, endlich neuerdings die Unterstützung von VST-Plugins. Und als VST-Plugins habe ich jetzt hier zum Beispiel diesen Rear Gate, also quasi ein Noise Gate mit drin. Das aktiviere ich jetzt für beide Quellen und ihr achtet mal ein bisschen auf den Pegel hier, was hier passiert. Ich bin jetzt ruhig. Genullt. Und jetzt reagiert es eben erst dann, wenn ich aktiv spreche. Und genau so will ich das haben. Das ist für mich die perfekte Ausgangslage. So nimmt es nämlich auch keine Umgebungsgeräusche mehr großartig wahr. Das können wir jetzt auch nochmal testen, indem ich mal auf die Tastatur rumklimpere. Ich mache mal die Filter wieder aus. Ihr hört das Tastaturklimpern. Und ich mache die Filter wieder rein. Vielleicht hier und da doch noch ein bisschen hörbar, aber eben nicht mehr ganz so krass, wie es vorher war. Also super Einstellung und Leute, ich sag's euch, wie es ist. Somit wär's das mit der Einstellung fürs Wave 3 schon gewesen. Schauen wir uns das Ganze jetzt auch nochmal beim Rode NT-USB an. Da ist das Ganze leider ein bisschen umständlicher, aber das kriegen wir auch hin. Beim Rode NT-USB ist das Ganze noch ein bisschen schwieriger. Da müssen wir nämlich jetzt zum einen erstmal richtig einpegeln. Ich versuche euch da mal ein Fenster aufzunehmen. So, also lasst euch da jetzt nicht verunsichern von der Ansicht. Das ist ganz normal. Aber ich spreche jetzt eben ganz normal. Und ihr seht jetzt hier auch am Pegel, dass der halt immer extrem ausfällt, ja. Wenn ich jetzt hier nochmal schaue, ich bin jetzt hier im Windows zum Beispiel auf 100%. Das ist natürlich viel zu hoch. Grundsätzlich sollte man immer darauf achten, dass der Pegel hier maximal am Ende des gelben, Anfang des roten Bereichs ist. Und das stellen wir jetzt mal so ein. Ich spreche jetzt einfach mal weiter, bis wir dann eben diesen Pegel erreichen. Und zwar wäre das nämlich schon relativ früh, nämlich so. So würden wir jetzt nämlich bei 95, ja, gehen wir vielleicht noch ein bisschen runter, machen wir mal so, ja, 85% zum Beispiel. Jetzt müssten wir nämlich das Ganze schon wieder richtig eingepegelt haben. Ich kann nämlich hier jetzt das Ganze auch nochmal so anpassen, dass ich das einigermaßen gleichmäßig höre. Ihr seht mich jetzt leider nicht, aber darum geht es jetzt in erster Linie ja nicht. So, also das ist die Einstellung letztendlich, wie ich sie jetzt hier getroffen habe. Bildschirmaufnahme mal wieder weg. Jetzt seht ihr mich wieder. Hallo. Und hier seht ihr jetzt eben auch die Pegel, also in der Ansicht. Wenn ich jetzt ruhig bin, dann seht ihr aber, dass das Ganze sich nach wie vor eben noch bewegt. Ja, also das nimmt noch zu viele Außengeräusche wahr. Ja, also ihr seht es hier, das nimmt halt dann doch noch sehr viel wahr. Wie kriegen wir das Ganze jetzt raus?
Das Ganze kriegen wir raus, indem wir eben in unserem OBS, wenn ihr es dann mit OBS zum Beispiel machen möchtet, mit anderen Programmen geht es bestimmt auch, aber ich reduziere mich jetzt hier mal so ein bisschen auf das OBS. Im OBS machen wir das eben so, indem wir hier rechts unten in dem Audiomixer, da könnt ihr mal hier auf das Zahnrad hier drauf drücken und dann drückt ihr hier mal auf Filter. So, dann öffnet sich dieses Fenster hier und auf Filter drückt ihr hier einmal auf das Plus und dann geht ihr von oben nach unten einmal runter und zwar würde ich dann hier einmal das Noise Gate aktivieren. Da drückt ihr da mal drauf und ihr seht es hier unten schon in dem Pegel, an dem grünen hier, wenn ich jetzt ruhig bin, sieht es schon deutlich besser aus als jetzt. Das kann man jetzt natürlich auch nochmal mit dem Tastaturgeklimper sich nochmal anschauen. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Noise Gate ausmache und ich jetzt auf der Tastatur herumklimper, dann nimmt das halt so ziemlich alles mit auf. Mache ich das Noise Gate jetzt aber rein, nimmt es zwar immer noch auf, aber wir können hier die Werte ein bisschen noch verändern. Und zwar macht er das, indem er den Öffnungsschwellwert quasi nach rechts verschiebt und dabei immer wieder auf die Tastatur klickt, bis es eben nicht mehr sichtbar ist. Es ist aber wichtig, dabei nicht sprechen. So, das wäre dann quasi schon die richtige Einstellung für das Ganze. Denn so wie das jetzt gesetzt ist, wenn ich jetzt auf der Tastatur rumklimper, dann wird das nicht mehr erfasst. Da müsst ihr jetzt dann halt eben die richtige Einstellung für euch finden, wie das mit euren Umgebungsgeräuschen, das kann ein Fenster sein, das kann euer Stuhl sein, der ein bisschen quietscht, das kann der Lüfter von eurem PC sein. Also mein PC ist jetzt hier ungefähr, ja gut, 1,5 Armlängen vom Mikrofon entfernt. Und das müsst ihr jetzt halt dann dementsprechend so einstellen, wie das für euch passt, sodass der Pegel hier unten aus ist. Das wäre quasi so. Und das ist eben zum einen das Noise Gate. Wir haben ja aber auch noch eine Rauschunterdrückung, die können wir jetzt auch noch aktivieren. Und Freunde, die funktioniert so gut, die könnt ihr getrost aktivieren, da müsst ihr nichts weiter einstellen. Also lasst es einfach alles so, wie es ist. Die funktioniert super. Wenn ihr das Ganze noch ein bisschen genauer haben wollt, könnt ihr euch auch noch kostenlos VST-Plugins runterladen. Ich empfehle euch dazu die Plugins von RearPlug. Die würde ich euch dann auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Das Elgato ist zwar mit dem wichtigen Zubehör, also dem Shockmount und dem Popfilter, etwas teurer im Gesamtpreis als das Rode NT-USB. Ich würde euch aber dennoch das Elgato Wave 3 ans Herz legen, da die Software einfach unschlagbar ist. Das kriegt ihr mit dem Rode NT-USB zwar auch alles hin, aber es ist viel, viel umständlicher und das absolute Killer-Argument für das Elgato ist einfach die Software, weil ihr da unter anderem auch die Möglichkeit habt, einfach alles in unterschiedliche Spuren aufzuteilen. Ihr könnt euren Voice-Chat, eure Alerts, euren Game-Sound, System-Sound, Spotify jeweils in der Lautstärke einstellen, aber nicht nur grundsätzlich einstellen, sondern eben ihr könnt nochmal separat wählen. Ich will zum Beispiel, dass die Musik auf meinen Kopfhörern lauter ist, als ich möchte, dass das in der Aufnahme drin ist oder im Stream. Das könnt ihr dann einfach anhand der Regler anpassen. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier nochmal in die Wavelink-Software gehe, Freunde, hier Wavelink, dann seht ihr das. Also ich kann das hier komplett separat steuern. Ich höre mich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier den Browser haben, ihr könnt jetzt sagen, Firefox soll jetzt zum Beispiel hier drin sein. Ich möchte mich aber jetzt auf, ich möchte den Browser auf 90% hören. Ich möchte aber, dass ihr zum Beispiel das jetzt nur auf 10% hört, dann stelle ich das einfach so ein und es greift sofort und das kann ich mit allem machen. Das kann ich mit dem Spiel machen, kann ich mit dem Systemsound machen, mit Musik, mit Voice Chat, mit weiteren Soundeffekts und und. Das ist das absolute Killer-Argument. Zusätzlich natürlich aber auch noch der Clipguard, der auf jeden Fall aktiviert sein sollte. Lasst den einfach drin, der funktioniert wirklich einwandfrei, da gibt es nichts zu meckern, das ist unglaublich gut. Und glücklicherweise haben wir jetzt dank des letzten Updates auch noch die Möglichkeit, VST-Plugins zu installieren. Das heißt, ihr habt es vorhin gesehen, wir könnt hier auch nochmal für jeden einzelnen Kanal, also für jede separate Spur, nochmal Plugins verwenden. Und die könnt ihr halt dann auch nochmal separat einstellen, ob nur ihr die hören wollt, ob nur der Stream die hören soll, ob ihr beide das hören wollt oder niemand. Das ist super. Das ist so unfassbar komfortabel. Deshalb nochmal, auch wenn es ein bisschen teurer ist, wir sprechen hier, glaube ich, von 50, 60 Euro oder so, wenn es ein bisschen teurer ist, würde ich euch definitiv das Elgato ans Herz legen.
Ich mag grundsätzlich beide Sounds, aber das ist für mich einfach ein unschlagbares Argument. Aber ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren da lassen, wie ihr das denn seht. So, und das war's dann auch schon von meiner Seite. Schreibt mir doch ganz gerne mal in die Kommentare, welches von beiden Mikrofonen euch besser gefällt oder ob ihr vielleicht noch eine ganz andere Alternative habt. Wichtig, achtet bitte darauf, dass es ungefähr in dem gleichen Preisrahmen liegt und vor allem, dass man das auch einfach per USB Plug and Play anstecken und nutzen kann. Dann bleibt mir wie immer nichts anderes zu sagen als, wisst Bescheid, Rollläden runter machen, wenn ihr ins Bett geht, keine Süßigkeiten von Fremden annehmen und nicht bei Rot über die Straße laufen. Ich bin Ozan, ich bin raus.